Friends der volksmusikalischen Volksmusik, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Lange ist es her. Lange musstet ihr warten. Ja, Friends. Was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's allen soweit gut. Oh Mann, dann haben wir ja. Ja, wobei doch. Dann den so. Ah ja, scheiße. Ah, ja, scheiße. Scheiße, Maul so. Maul. Ne, ich nehme mich jetzt Crawler. So, Friends, was geht? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hab ich doch so gesagt? Ich glaube ja. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Ja. Ey, Friends, ich habe das Spiel, no joke, also ich möchte kurz dazu sagen, ich kenne das Spiel schon länger. Ich habe es mir jetzt einfach gestern mal auf PC gezogen. Gibt's bei Steam, gibt's aber auch für den Play Store, App Store, weiß ich actually nicht. Ich weiß nicht, ob es das auch für Apple gibt. Das Spiel heißt Kubum, das ist kostenlos. Das könnt ihr euch einfach ziehen bei Google Play. Und vielleicht auch im App Store, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir labern nicht lange, wir gehen rein in die Runde TDM. Sagen wir, machen mal so ein kleines süßes Team Deathmatch. Wobei, was gibt's denn hier noch? Die Gun Game. Also Gun Game habe ich irgendwie nie gefeiert in dem Game. Das ist auch geil, da will ich drauf hinarbeiten, gerade aus Silber 3, damit ich eben in diesen Zombie-Modus komme, weil der ist geil. Oh, okay, ist auch hier im Battle Royale. Okay. Was? Okay, ja. Ey, ich würde sagen, wir starten. Rein mit einer Runde TDM. Gib ihn. Starten einfach mal mit einer Runde TDM rein. So, wir sind Team Rot. Beziehungsweise ich bin Team Rot. Das kann man auch mit mehreren Leuten spielen. Man kann sich auch als Freunde adden. Und so. Ja, die Shotsounds sind ein bisschen laut. Glaube ich. Ich hoffe, die Sounds sind nicht zu laut. Denn doch, muss ich gleich mal. Oha, Bro. Ich glaube, die Dings sound nicht laut, ne? Ja, ich mach mal hier. Noch 15. Ja. Hele mit dir. Hele mit dir. Get banked, my brother. Oh mein Gott, ich vertreffe alles. Oh mein Gott, Digga, ich veraim einfach alles von Scheiße, wir nehmen das. Noch mit der MP5. Man kann halt leider nicht rennen, das ist halt das Nervige. Was so? Ja, oh mein Gott, Digga, der wurde noch gejumpt, Digga. Peinlich, dass ich noch gejumpt habe. Schade, hätte ich ihn noch gejumpt, wäre geil gewesen. Ey, ich möchte zu kurz dazu sagen, ich habe dieses Game so elendig lange nicht mehr gespielt, ne? Ich habe dieses Game, glaube ich, zuletzt vor 3 Jahren auf dem Handy gespielt. Und ich habe es mir gestern einfach random bei Steam gezogen, weil ich gesehen habe, dass es das auf PC geht. Sorry, Bro, but get wrecked, my man. Ich schätze mal, später kriegen wir dann auch so die Leute in den Lobbys, die dann auch mit ein bisschen geileren Waffen rumrennen. Ja. Und die wahrscheinlich auch im Gegensatz zu mir einfach besseres Aim haben. Aber oh, Jungs, ich komm durch. Wird mir einfach abgerippt.
Schade, Oscar Kano hat mich auseinandergenommen. Ey, aber wir führen. Und ich bin der Erste, was die Kills angeht, gerade bei mir im Team. Sorry, Oscar, aber sorry, ne? Bro, got jumped, bro. Bro, got flexed, man. Oh mein Gott, Digga, der Headshot war schon respektlos, Digga. Ich möchte auch dazu sagen, ich bin aktuell auf dem Silber 3, also ich bin, egal, ich war Silber 2, bin ich aktuell. Ich bin aktuell gerade auf einer Silber 2 Lobby unterwegs. Wenn die Ranks hier überhaupt eine Rolle spielen, das weiß ich nicht. Also auf chillig 2 Kills mitgenommen. Nachladen hier. Ah. Hat schon 2 Headshots auf nebenbei mitgenommen. Ah, nicht gesehen, dass er hinter mir war. Wobei, komm, wir snipen mal ein bisschen. Mal ein bisschen snipen. Ah, ich hab nix getroffen, ne? Nix getroffen. Aber ey, GG's, 23 Kills. Ich war sogar der Beste aus der Lobby. 3-mal eine 5er Killstreak. 7er Killstreak. Und 8-mal Headshot getroffen, Digga. Jawohl. Okay, ich hab einen Key. Bisschen Money Money und Minen. Ey, die Minen können gottlos sein. Also die Minen sind manchmal schon echt ekelhaft. Ja. Genau, wir sind Silber 3. Wir haben 30 Schlüssel. Ja. Das heißt aber auch, dass wir in der nächsten Folge gehen wir dann rein in den Survival Mode. Weil ich bin ehrlich, ich liebe den Survival Mode in diesem Game. Ich brauche 5k dafür, Digga. Gönn doch. Egal, komm, wir machen ein bisschen was auf noch. Kann ich mich hier? Ne, kann ich nicht, schade. Okay. Also, dann machen wir das anders. Wir gehen in den Shop rein. Machen das hier auf. Machen das Rare Kit auf. Können wir einmal öffnen. Okay, wir haben eine Cappy. Ich glaube, eine Maske oder ein Skin, keine Ahnung. Und 70 mal die Stretch Mine. Können wir das hier irgendwie. Stark. Nichts können wir machen. Krass, Digga. Skin, bro. Deadpool, komm mal. Ah, hier ist der. Ja, hier ist der Skin dazu. Was kostet der Skin? 700 Schüssel. Ja, gut. Nee, Digga, lass mal. Können wir zwar den nächsten Skin hier holen, aber ist, glaube ich, actually unnötig. Stimmt, von dem gibt es ja auch noch verschiedene Ausführungen.
weiß nicht warum, aber ich hab miese Predator Vibes. Geht's nur mir so oder habe ich gerade miese Predator Vibes? Egal. Wir haben noch 6 Schlüssel. Kann ich mir damit noch ziehen auf schnell? Auf chillig. Kann ich mir noch was für. Ich glaube für 6 Schlüssel kann ich nix. Übrigens, ich werde in den nächsten paar Folgen werde ich auch vielleicht darauf hinarbeiten, dass wir einen Clan erstellen. Und dann werde ich hier auch einen Clan erstellen, wo ihr dann auch reinkommen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt und das Spiel selber spielt, dann könnt ihr hier reinkommen in den Clan. Und ja, weil viel Geld fehlt uns nicht. Viel Geld fehlt mir nicht mehr. Mir fehlt jetzt noch ja knapp 1100 fehlen mir jetzt. Genau, und auf die Task-Dinger werde ich halt auch so ein bisschen gehen. Alleine wegen der AK-74 und wegen der hier. Die ist OP. Also das ist glaube ich mit Abstand eine der krassesten Waffen im Game, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, und ihr könnt übrigens, das werde ich euch jetzt hier so ein bisschen alles zeigen noch kurz. Also, wenn ihr hier drin seid, ihr kommt hier rein, ihr müsst erstmal nichts machen. Ihr spielt erstmal ganz normal eine Runde TDM oder eben Gun Game, je nachdem worauf ihr Bock habt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euch einen Namen machen. Solltet ihr tatsächlich irgendwie in dem Clan mit drinne sein später, dann müsstet ihr am besten, so wie ich das hier oben schon habe, diesen Tag mit drinne haben im Namen. Das heißt, ich kann euch das hier einmal zeigen. Ich mache jetzt mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So, weil der Name kann 9 Ziffern lang sein, weil ich glaube 10 geht sogar auch. Oder 10 geht noch, naja, 10. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ziffern kann der Name lang sein. Und da gehen ja alleine schon dann 5 für den Tag weg. Ja, 5 für den Tag weg, dann habt ihr immer noch 6 Ziffern. Zum Beispiel jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das geht ja so. Ich kann mich ja Crawler nennen, das geht ja. Das heißt, ihr habt sogar ein bisschen mehr Platz noch. Ihr könnt euch irgendeinen random Namen aussuchen. Ja, das ist, wie ihr euch nennt, das ist im Endeffekt euch überlassen. Ihr müsst dann einfach nur hier hinten diesen Tag drin haben. Und dann werdet ihr automatisch oder seid ihr dann so gesehen dabei, wenn ihr das Spiel spielt und sobald der Clan drin ist. Solange der Clan noch nicht erstellt ist, könnt ihr. Also klar, ihr könnt euch so einen Tag machen, ja, aber am besten nicht mit WCM, denn das ist dann so gesehen der offizielle Clan-Tag. Und ja, das wird dann der Clan-Tag. Ich schätze mal, der Clan-Name ist dann klar, wenn ich schon WCM als Tag drin habe. Aber ich werde mich jetzt einfach mal Crawler nennen. Ich werde mich vielleicht nochmal umbenennen. In der nächsten Folge werde ich vielleicht anders heißen. Mal gucken, beziehungsweise ich glaube eher nicht, weil ich die jetzt gleich schon aufnehme direkt wieder. Aber das ist Kubum, meine lieben Freunde. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo, oder? Jetzt bin ich wieder raus aus dem Spiel, weil ich es minimiert habe stark. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo, oder schaut in die Videobeschreibung, da ist alles mögliche verlinkt. Und hier jetzt auch schon gesagt, ja, das bitte hier nicht beachten, okay? Das spielt keine Rolle, das habe ich einfach nur so, falls ich irgendwann mal aufhören möchte, auf Twitch zu streamen, dann ist das da so gesehen, aber da steht jetzt noch nichts drin. Ja, Leute, wenn es sich gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüssi. His heart is cold. His love.